Rachel, ich bin hier und du kannst das. Auch wenn du gleich der Wahrheit ins Auge blicken musst und wir hier stehen, weil das ist dein Moment. Du weißt, wir sind immer für dich da. Und wir wissen, du kannst das. Auch wenn die Wahrheit wirklich so bitter sein soll, wie man sie sich einfach nicht vorstellen kann. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Ich will nochmal kurz etwas Gedankenspiel ins Spiel bringen. Was ist jetzt diese schlimme Wahrheit über die leibliche Mutter Sarah von Rachel? Es ist gar nicht mal unwahrscheinlich, dass jetzt zu sprechen kommt, dass Sarah Rachel einfach nie haben wollte. Eigentlich wollte sie, dass Rachel gar nicht geboren wird. Und als sie geboren wurde, wollte sie mit Rachel überhaupt nichts zu tun haben. Ganz nebenbei sorgt sie für Ärger, saß vielleicht schon im Knast. Und tut anderen nicht gut. Trotzdem hat James sie geküsst. Weil in Knast wiederbringen will und kann er nicht. Vielleicht gibt's ja auch gar nichts. Aber diese Sarah, die passt einfach nicht ins Bild eines Staatsanwalts. Weil sie einfach so ist, wie sie ist, nämlich komplett aus der Reihe tanzend. Ist trotzdem hart, ey. Die ganzen Jahre. Bin mal gespannt, dass mit die Mutter wollte Rachel nicht, das denke ich, wird zur Ansprache kommen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass sie nichts mit Rachel zu tun haben wollte. Und dann kann man in gewisser Weise schon verstehen, warum sie Rachel dann von ihr fernhalten wollten, die Rose und der James. Auch wenn das irgendwie falsch ist und, ja klar, ist es irgendwie falsch. Gut gedacht, schlecht gemacht. Ich mag das ja, die Gedankenspiele. Und ganz besonders hier, weil man so viel Spielraum hat. Weil die Grundlage einfach so toll ist mit den vielen tollen Charakteren. Und was sagen wir jetzt? Ich denke mal, beides wird nicht verkehrt sein. Oh, 5 Minuten. Aber das kommt auch nicht immer. Beim auf der Bühne sitzen habe ich mehr als 5 Minuten verbracht. Also Blackwell-Bühne, bevor er direkt über das Chloe angeschissen hat. Naja. Es ist ja auch nichts mit, deine Entscheidung würde Konsequenzen haben. Es ist halt etwas, was man überhaupt nicht falsch sagen kann. Bloß was will ich jetzt sagen? Es sind nur 6 Wörter, jeweils 3. Vielleicht sind mehr Buchstaben enthalten. Welche, du kannst das. Auch wenn ich hier stehen bleibe, ich bin bei dir. Obwohl hier. Ich will sie ermutigen. Aber im Grunde will ich beides sagen. You can handle this. Not without you. Na dann ran mit Chloe. Zusammen durchs Fernglas. Oh ja, es ist so gut. Ja, nicht, weil ich hier so lange stehe, weil es eine neue Episode ist. Ich denke da gerade an das Hauptmenü. Moment, kann man sich hier nach unten gucken? Verwende dich dem Fernglas zu, halte die linke Maustaste gedrückt und drücke S, um dich zu Rachel zu gesellen. Aber was unsere aktuelle Aufgabe ist, wurde noch gar nicht erklärt. Dich zu Rachel gesellen. Kann die Schrift jetzt bitte mal verschwinden? Nein, die wird gar nicht mehr verschwinden. Boah, ich bin gespannt.
Sarah kennenlernen. Nee, das ist Rachel vor den Spinden. When I was in high school, there was one person everyone adored. Wie Rachel? Teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Das ist jetzt schon verdammt gut gemacht. Aber was sage ich? Mich wundert's ja auch nicht. She was so alive. So passionate about everything. Rachel. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass hier nichts ist, was ich übersehen könnte. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Okay. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Dann haut die Theorie schon mal nicht hin, dass sie überhaupt nichts von Rachel wissen wollte, könnte aber vielleicht noch kommen. Zumindest haut sie nicht von vor der Geburt an hin. Dann kam der Absturz. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything, even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her, that she felt like she'd gotten her life together, finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother.
Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Warum nicht? Das ist nicht ihre Entscheidung. Ist jetzt natürlich nur sehr oberflächlich, angekratzt. Aber was man vielleicht jetzt schon sagen kann und die Moral von der Geschichte, Drogen nimmt man lieber nicht. Also ich finde schon, Rachel ist alt genug und sie muss und darf entscheiden, ob sie sie sehen will, ob sie ihre Meinung hören will, ob sie sie einfach kennenlernen will. Und das will sie bestimmt. Ich frage trotzdem mal nach. Um einfach irgendwie gerade in der Stimmung zu bleiben, auch wenn Chloe schon wieder etwas, ja gut, wie Rachel und Chloe gucken. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Heute ist nichts mehr mit abhauen. Da liegt schon Küchenrolle für den Tisch bereit. Für das Abendmahl. Ist jetzt natürlich nur sehr angekratzt. Was? Gruppen-SMS? I can't leave Rachel to deal with this alone. Also hochgehen ist Pflicht, allein schon, weil wir das Zimmer sehen wollen. Aber klar, beistehen muss sein. Sagt Chloe jetzt auch was zu der Akte? Was anderes, weil sie jetzt schon mehr kennt? Wer weiß? Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. Jetzt steht er hier. The Tempest show feels so far away now. Ja, ne? So schön, dass sie da war. So schlecht muss es ja zu Ende gehen, selbst wenn jetzt nicht diese Wahrheit rausgekommen wäre. Abhauen wäre auch irgendwie nicht schön gewesen.
Zwar auch irgendwie schon. This is so painful to look at. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Das macht das Feuer jetzt vielleicht auch nochmal schlimmer für sie, oh Mann. Das Leben ist nicht nur zu Chloe ziemlich scheiße oder zu Max, auch zu Rachel. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Naja, wer sich ein Glastisch anschafft, der muss damit jederzeit rechnen. Unabhängig, ob eine Rachel im Haus ist oder nicht. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Was mir natürlich bewusst ist, Rachel braucht uns jetzt eigentlich, was mache ich? Erstmal alles angucken. Ja, aber das ist halt immer so eine Sache. It's so weird to look at this now. Ich will aber allein schon die ganzen Kommentare von Chloe jetzt wissen, insofern muss das ja gemacht werden. Hallo. Die Person zum Schluss, erstmal die Sachen, die herumhängen und stehen und liegen. Die Auszeichnung gibt's noch. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Ja, und selbst um das zu beurteilen, ob das jetzt richtig war oder nicht, dafür haben wir noch viel zu wenig Informationen. Was wissen wir? Sie wollte das Leben irgendwie nicht. Sagen wir mal, sie war abgelenkt, die Sarah. Von anderen Sachen. Drogen. Und was da jetzt genau passiert ist, wie sie Rachel verletzt hat, einfach, was wir jetzt auf den ersten Blick gesehen haben, Rachel hätte als Baby Sarah gebraucht, hat geschrien. Und was hat sie gemacht? Und hat Drogen einfach irgendwo rumgelegen. Da fehlen noch viel zu viele Informationen, um das abschließend beurteilen zu können. Mit den wenigen Informationen, die wir haben. Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Kann ich ihn verstehen im Ansatz? Natürlich kann man sich fragen, hätte man das nicht doch anders handhaben können, aber in so einer Situation. Oder besonders in so einer Situation kann man eh nie alles richtig machen, weil irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden und ich traue mich schon zu, den Eindruck macht er, dass er nur das Beste für Rachel will. Ob er mit seiner Entscheidung jetzt das Beste für Rachel getan hat, ist halt die Frage. Eher nicht. Vielleicht hat er sich zu einfach gemacht, aber wir wissen ja nicht, was genau vorgefallen ist. Was genau alles vorgefallen ist. Erstmal Rose. I can't even imagine how she must be feeling. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Kann ich irgendwie helfen beim Tisch abdecken? Tut mir leid wegen heute Abend. Do you need any help with irgendwas? Anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway, door to the left of the fridge. Na, jetzt lernen wir den Raum auch noch kennen. Finde ich jetzt aber ganz gut, weil sowas wie tut mir leid, das kann man schnell sagen. Und man kann auch mit Worten sehr gut helfen. Ja, aber erstmal hier Besen holen, ne? Ist ja wichtiger. Man kann mit Worten Gutes tun, man kann aber auch mit Taten Gutes tun. Insofern kann man da auch nichts verkehrt machen.
Wo war der Besen? Were you able to find the broom? Was ist meine aktuelle Aufgabe? Bei Rachel sein. Vielleicht heißt der Besen ja Rachel, wenn ich Glück habe. Auf einmal sieht man da mehr. For Donation. Sachen von Sarah? Nee, die sind ja lange nicht mehr. Die stehen niemals so offensichtlich hinter der Tür. Ein T-Shirt zum Anziehen oder zum Boden aufwischen. Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Sieht aus wie eine Eiswaffel mit Feuer obendrauf. Vielleicht können wir sie damit aufmuntern. Could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Schön, dass Chloe nachfragt. Ach, das ist alles so schön. Hui, mit dem Besen. Sieht irgendwie eher aus wie die Garderobe. Eigentlich müsste die da vorne sein. Hinten ist aber auch eine Ausgangstür. Weil, Ausgangstür, vielleicht geht's hinten noch weiter. Hier ist auf jeden Fall Außenbereich zu sehen, aber vielleicht geht's hinten noch mit dem weiteren Komplex weiter. Better head upstairs. I don't think Rachel really wants to be alone. Na, aber erstmal sauber machen. Achso, was machen wir jetzt mit dem Besen? Erstmal fragen. Rose is so calm. Not like Rachel at all, really. Ja, und die Bilder da mit dem James und der Sarah da in der Schule, da hat man auf jeden Fall Rachels Ursprung gesehen. Ihren Kern. Were you able to find the broom? Ja. Ist das ein Besen? Here you go. Thank you. Dass wir uns nützlich gezeigt hätten. I'm really quite glad that you're here. Dass wir jetzt nicht hinten gefickt haben, ist vielleicht auch gut, weil sonst würde das vielleicht zu sehr ausarten mit wir lassen uns ablenken. Es sind bloß drei Wörter, aber irgendwie ganz schön entscheidend. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Super seltsam. Mir geht's besser als Rachel. Chloe, die Starke. Ich habe immer gesagt, wie stark Max doch ist. Mit dem, was sie da in kürzester Zeit erlebt. Bei Chloe habe ich das, glaube ich, noch nie angesprochen. Schwer gezeichnet, aber sie hat ja bisher alles überstanden. Zwar mehr oder weniger gut, mit auch Drogen. Aber auch Chloe musste und muss noch viel durchmachen. Wie geht's dir? Mir geht's besser als Rachel. Das ist alles super seltsam. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Vielleicht brauchte sie das Geld ja für Drogen. Unter anderem oder überwiegend. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother.
I never knew how much I could love someone. Until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Womöglich übertreibt er es aber auch wie so gewisse andere Personen, David. Ja, für den Außenstehenden ist wirklich nicht zu verstehen, auf den ersten Blick, warum ihr das nicht nahe geht, dass James die Sarah geküsst hat. Andererseits kann sie ihn vielleicht verstehen und sie weiß halt, dass er sie nicht, also dass er Sarah nicht in Riches Leben haben will und dass da der Kuss wirklich aus der Emotion herauskam und es war auch der letzte Mal. I don't think Rachel really wants to be alone. Rose is so calm. Not like Rachel at all, really. You're welcome to stay here as long as you need to. Schon gehe ich. Was hat er denn jetzt zu sagen? Ich denke mal, er kommt jetzt etwas mehr aus sich heraus als beim letzten Mal da sitzen mit Zeitung. Wonder what James is thinking right now. Ob er sich denkt, habe ich damals die richtige Entscheidung getroffen? Ich denke, das denkt er sich eher weniger. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Das stimmt. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ah, auf jeden Fall auch. Eben weil wir so wenig wissen, wir müssen das halt erst verstehen lernen. Und Rachel ist ja jetzt schon größer, sie wird damit schon umgehen können. Wobei, so wie sie einfach mal schnell einen Wald abfackelt und den Tisch zerdeppert. Wobei, Tisch ist jetzt überhaupt nicht so schlimm wie Wald, überhaupt gar nicht so schlimm. Also ja, Rachel sollte es entscheiden. Aber wir sollten ihn auch, den James, ernst nehmen. Er weiß nun mal am meisten über sie und ich denke mal nicht, dass er zu wenig drüber nachgedacht hat. Ob er jetzt beim viel drüber nachdenken dann letztendlich die richtige Entscheidung getroffen hat, ist was anderes. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Was fürchten Sie, wird Sarah tun? Ich bin auf jeden Fall, die beiden sollten sich treffen, so oder so. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man Kontakt haben will. Und wenn sie wirklich sehr gefährlich sein soll, muss man besonders darauf aufpassen, dass, wenn sie sich wirklich als schlecht herausstellen sollte, dass Rachel da nicht reinrutscht in ebenso Schlimmes. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me.
Sarah brought criminals and drug dealers into our home. Oh, das ist mies. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Das war jetzt richtig gut, was angesprochen hat. Und das, finde ich, sollten wir in Anbetracht dieses Umstands, wenn er schon so damals drastisch gehandelt hat, sollten wir das auf jeden Fall beachten. Das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Versuchen Sie es mit der Wahrheit, nee. Auf jeden Fall, ah. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Das Gespräch mit ihm war jetzt sehr schön, auch wenn es recht kurz war, nicht so ausführlich. Oder nicht so lang wie mit Rose, aber das war toll. Die richtigen Dinge angesprochen von Chloe und von ihm. I have to admit, he really cares about his daughter. Und ich hoffe, ich konnte das noch etwas ergänzen. I'm depending on you to keep Rachel safe, Chloe. Team Chloe. Chloe kommt zuerst. Das war oder wird mal 2013. Neues Ziel. Altes Ziel. Jetzt ist hier mehr Licht an, ja, es ist nicht mehr die gemütliche Abendstimmung, man hat etwas aufgedreht, weil, ja, die Stimmung hat sich auch aufgedreht. I don't think Rachel really wants to be alone. Also jetzt bin ich schon gespannt auf das Gespräch, was wir haben werden, mit all den Gedanken, aber ich bin auch sehr gespannt, wie es bei Rachel oben aussieht. Mit Sternchen. Cool. Show Rachel that I'm here for her. Aber erstmal umgucken. Für Rachel da sein. Ja, das Beste kommt zum Schluss, sage ich mir. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nichts ist unmöglich, das Wort selbst enthält möglich. Audrey Hepburn. Der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen. Und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen? Und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Kendall. Kiss Me, Kate. In der Promenade. Kate. Once upon a time, im Forum des Paradiso.
Die Glasmenagerie im Weber Theater. Theater. Dachboden haben sie nicht, wie es scheint. Puh, das wird im Sommer richtig scheiß warm hier drin. Aber das Zimmer gefällt mir. Klar, das Zimmer von Max gefällt mir auch, aber das konnte sie jetzt am wenigsten personalisieren. Weil einerseits nicht so viel Zeit und andererseits, weil sie da erst eingezogen ist, und andererseits ist es ja in Anführungszeichen nur ein Wohnheim. Das mit der Lampe gefällt mir auch sehr. Mit dem Tuch darüber. Lass uns reisen. Der Stern, schön. Ha. Tasche mit Blümchen drauf. Mal zwei. The yin and badass yang of Rachel Amber. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Machiavelli? Valley? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Schönes Licht erzeugt sie mit dem orangenen Tuch. Oder rotes Tuch und dann wirkt es bloß orange, weil drunter gelb ist. Nachtlicht, das könnte blau leuchten. Notfallkoffer. Ob da Spielsachen drin sind oder halt eine Notfallration für im Notfall schnell abhauen, dann nehme ich den Koffer mit und habe alles dabei, was ich brauche. Farben. Da ist doch blau im Spiel bei den Streifen. Ich guck mal weiter an, ich kann mich ja noch später umgucken. Rachel ist surrounded by so much love. Yet she seems so alone. Ja, anderes Familienbild auf den ersten Blick, aber dann doch auch nicht großartig anders, hä? An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts, Hals und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Der Tag, an dem Rachel geboren wurde. Zweck Sternzeichen habe ich ja damals nicht nachgeguckt, obwohl es eigentlich nicht schlimm gewesen wäre. Ich wusste ja Rachels Geburtstag, das hätte ich ja nicht nachgeguckt oder hätte ich nicht nachgucken müssen. Aber Rachel hat ja am 22.07.1994 Geburtstag. Oder da hat sie das Licht der Welt erblickt. Und das ist auch der Start vom Sternzeichen Löwe. Genau dieser Tag. Also gewissermaßen eine Kreuzung aus Krebs und Löwe. Obwohl eher mehr Löwe. Weil 22. Löwe-Krebs-Scheitelpunkt. Krebs-Löwe. Stärken, kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch, Schwächen, egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Passt doch irgendwie zu Rachel. Cool.
cool light. Blah. This light needs more light. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Vielleicht einen stärkeren Generator. Wish there was some way to make this brighter. Genau, auf so einen Kommentar habe ich jetzt gewartet, deswegen habe ich es nochmal angeguckt. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Jetzt gibt's gerade Wichtigeres. Verstehen heißt's. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Typ 4. Der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Peacemaker, der Reformer, der Helfer, der Friedensmacher, Herausforderer, Enthusiast. Der Loyaltyp. Der Investigator. Der Individualist. Archiver. May you always be safe. Sure. But from who? Gute Frage. Damit du immer sicher bist, in Liebe, Papa. Da ist doch bestimmt was für das Licht drin. Also, die beiden Kanister sind ja erstmal interessant. Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Da steht Wasser drin. Dann schrauben wir das Glas irgendwie da oben drauf. Mist. Na doch, Batterien schon drin. Ah, stimmt, Nachricht muss ich auch noch lesen und Tagebuch und oh Gott. Das wird schön, das alles zu lesen. Rachel's always made being an A-student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Warum ich meistens immer schnell auf Lesen gehe, weil man dann besseren Kontrast zu dem Untertitel hat. Falls man doch was nicht verstehen sollte. Freitag, 7. Mai 2010, noch gar nicht so lange her, Biologie. Seite 247 bis 59, Labornotizen, Theater, Probe im Kostüm, Überprüfung der Schauspielerplatzierungen, des Einsatzes der Lichter etc., Englisch, HDF. Hau das Fach, was? Das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten, Latein, Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18, Daily Study Planner. Freitag. Bin mal gespannt, was für eine Uhrzeit gleich ist, wenn wir mal aufs Handy gucken. Wir können den Kalender beschmieren. Ah, will ich das jetzt? Chloe wird schon was Passendes hinterlassen. I think Rachel could use another subject. But which one? Ach, diese Entscheidung. Anatomie, Kräuterkunde, Drogen. Warum gerade Anatomie? Ich mach's mal und guck, was bei rauskommt.
That's the one. I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Anatomie. Wo kommen Babys her? Vorzeigestunde. Vielleicht bringt ihr das ein Lächeln ins Gesicht. Das ist zumindest die Hoffnung. Und sie sieht, Chloe war hier. Sie hätte auch an die Wand malen können. Es war ja bloß der Kalender und auch nur für einen vergangenen Tag. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los? Und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Bros before Brownies. Nee, Brownies. Erster Guy. Erster, Guy Forget. Erster, nein, ich war Erster. Sag Guy Forget dem King Walz. Nein, King Walz hat gemerkt, er ist nicht Erster. Brach das Feuer nicht einen Tag nachdem Firewalk hier spielten aus? North Coaster. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD. Arcadia Bay Feuer. Wir kennen's ja. Sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wieso es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Ask Miss Arcadia. Ask Miss Arcadia. Ask Miss Arcadia. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen. Dead Fan. Drache, da denke ich doch erstmal an Steph. Prescott's 50% ernst gemeint. Lady Everdeed. Dead nicht. Warum nur 50? Die Prescott's sind scheiße. Zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails für die Aluhüte, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. No for thing forever. Nothing. Ever. Ockhams Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kämpfen. Was das Seltsame angeht? Diese Stadt ist seltsam. Was gibt's sonst noch Neues? ESSZEDSZEZ. At no for thing forever. Aber warum männliche Models? Die Lady E. Asset. Die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut, oder etwa nicht? Stimmt, da war ja was mit Indianern. King Walz Wars. Der Wiederfriedhof der amerikanischen Ureinwohner. Und nein, wurde sie nicht. An Asset. King Walz Burn. Kapiert? I forget. Voriges Thema. Legalisierung von Marihuana in Oregon. Wie ihr euch beteiligen könnt. Nächstes Thema. Anstieg der Blackwell-Gebühren? Steht kurz bevor. Nur eine Seite. Schon ist sie offen. I could get grades like this. I just don't want to. Das ist womöglich auch ernst gemeint. Wir wissen ja, wie Chloe sein kann. Oder könnte. Leistungskurs Latein A. Personifizierte Exzellenz. Das amerikanische Erlebnis. Die Note lese ich jetzt nicht mehr vor, die ist immer gleich. Ausnahmslos einsichtsreich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie. Eine absolute Spitzenschülerin. Theater, sie liest das Licht von Dionysus, hell erstrahlen. Sport, makellose Beteiligung. Tja, so super, aber hat dadurch kein super Leben, weil auch Probleme, die jeder hat.
Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Der Willy Shakespeare. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Der Hund da hinten. Boxen, grünes Licht leuchtet grün, Globus leuchtet blau. Oben die Pflanzen. Oh, jemand mit Geweih. Oh Mann, das Zimmer gefällt mir. Ah, die Laptopfarbe wäre jetzt nicht so meins. Aber rosa-weiße Rennautos sind cool. CDs und DVDs. Die Anlage, die HiFi-Anlage. HiFi. In Chloes Zimmer. Direkt daneben. Bücher, Ordner, Schachteln, die Büchersammlung, Shakespeare. Ja, ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall, keine Frage. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Also, sie könnte Chloe noch ganz viel über Sternzeichen erzählen. Die muss ich auch denken, Rachel. Jetzt guckt sie sich in meinem Zimmer an, toucht alles an und redet nicht zuerst mit mir. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Ach, sie guckt gerade nicht und Chloe weiß schon, was sie da tun muss. Ist auch toll. Chloe kommt hier rein und beschmiert erstmal fleißig das Zimmer. Oh Mann. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das Rachel sagte, etwas, das ich sagte. Das ist jetzt schwierig, wie ich finde, weil mit A können wir ihr zeigen, wir sind für dich da, wir hören dir jederzeit zu. Andererseits mit D denkt sie vielleicht an einen anderen schönen Moment. Etwas, das Rachel sagte, etwas, das ich sagte. Schwierige Entscheidung. Back on the train, I said. I can't wait to leave this place. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Farbe? Blau. Das ist Nathan. Nathan wird Rachel nicht gut tun. Er ist hier bestimmt noch nicht so schlimm. Trotzdem ist das schlimm, wenn man schon weiß, was mit ihm ist. Und was er tut. Jetzt denkt sie sich auch, oh, jetzt geht die wieder weg, was macht die denn? Passt aber auch voll drauf. In dir. I'm ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Wish there was some way to make this brighter. Aber, in dieser riesengroße Hosentasche. Ich mag ihr Zimmer. Die Sternchen sind auch toll. Leuchten im Dunkeln. Laden sich tagsüber mit Licht auf und brauchen dann nachts keins und leuchten. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Bin ich jetzt auch ganz bei Chloe, aber warum stehen wir woanders? What Rachel is thinking right now.
I want her to tell me when she's ready. Jetzt muss ich wieder rüberlaufen. Sterne. Erstmal Aufmerksamkeit gewinnen. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Sterne sind blöd. Auch wenn sie schon längst tot sind und ihr Licht noch strahlt und auf dem Weg hier rüber ist, immer noch schön. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. All I wanted. An unwanted. Oh.
Eine Schleife nochmal anhören wird nicht gehen, weil nochmal hinlegen wird nicht gehen, weil es geht wohl irgendwie weiter. Also die Musik, ja, 2013, sage ich wieder bewusst so, war ja auch, ah, Schleife, schön. Dann sage ich zumindest jetzt mal was, was ich sagen will, und nebenbei können wir dieser wunderschönen Musik lauschen. Die Musik aus dem Jahr 2013, die war ja schon wunderbar. Da hatte ich auch hier und da das Gefühl, dass die auf das Spiel zugeschnitten ist, aber habe ich noch nicht geguckt. Vielleicht war sie dann doch nur einfach sehr, sehr gut ausgewählt, aber die Musik von Daughter, hier All I Wanted, ist recycelt, haben wir ja schon mal gehört auf dem Schrottplatz. Ist aber auch hier wunderschön und passt auch. Die goldene Stunde wird gleich wieder angesprochen. Die goldene Stunde. Da spielt auch Max wieder mit. Friend Max. Die goldene Stunde. Aber dass die Musik hier wirklich direkt auf das Spiel zugeschnitten ist, ist auf jeden Fall auch klar Spitzenklasse. Ich kann es nur wiederholen. Dieses Erlebnis ist einfach einzigartig. In jeder Hinsicht. Ich würde mal sagen, wir verlassen, auch wenn das hier schön ist und ich hier noch ewig gucken könnte. Ich wüsste zumindest gerade spontan nicht, was ich jetzt noch erzählen könnte. Zumindest nichts sehr Passendes. Zu erzählen habe ich immer was. Mal gucken, wie es weitergeht. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Nein. Falsch ist es auf jeden Fall nicht. Trotzdem sollten wir aufpassen, in jederlei Hinsicht. Etwas muss ich jetzt noch sagen, weil das Bild gerade, es fuchst mich, wenn mit den Straßenschuhen auf dem Bett gelegen wird, auch wenn Tagesdecke. Für mich gehört sich das so, wenn ich zu Hause ankomme, Korridor, Straßenschuhe weg und dann Hausschuhe an. Ah ja, auch wenn man im Korridor dann mit
den Hausschuhen über den Dreck, den die Straßenschuhe mit reinbringen, drüber latscht, aber... Und dann diesen Dreck dann ja auch mit den Hausschuhen auf dem Teppich zum Beispiel verteilt und da richtig schön reintritt und dann, auch wenn man die Hausschuhe auszieht, mit Socken das Ganze aufnimmt und dann wieder ins Bett trägt, es fühlt sich irgendwie verkehrt an und gemütlich ist es auch nicht, mit den Straßenschuhen im Bett zum Beispiel zu liegen. Nein. Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah. That's true. Luckily, I've got my secret weapon. Chloe. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Wird schwierig, nachdem wir das Geld nicht besorgt haben. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? Muss. I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Ich würde sagen, improvisieren. Das weiß man, wenn es soweit ist. Es spielt keine Rolle, was gesagt wird. Hauptsache, man sagt was oder hört sich was an und reagiert dann spontan. Zuck. After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams, he's there. It's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? Wenn sie immer noch sonst leuchten, so wie William. Them, that means they're real. To us. Right? Right. I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go?
Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Oh. So schön auch doof wie die Träume immer wieder sind. Einfach an, wenn Rabe im Gesicht rumpickert und William so aussieht, wie er da aussieht. Er ist halt immer auch irgendwie eine Stütze für Chloe. Deine Erinnerung? Oder meine Erinnerung? We never... That wasn't... you. Hmm. Could have sworn that was me. Wie er guckt, der David. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Ein Schauspiel. Das ist schon gut gemacht. What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Guter Punkt. Neu selbst. Give me a break. Hmm. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a... bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Okay, I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money?
Ich kann es erklären, beantworte mir erst eine Frage. Vielleicht haben wir es ja und er muss uns erst eine Frage beantworten. Vielleicht geht er darauf ein. I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll meet you in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... Schatz. That went well, I guess. Was wird sich noch zeigen? What am I getting myself into? Was für ein Saustall hier, aber das ist halt Chloe's Saustall. Okay. Ah ja, viele Nachrichten. I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Diesmal duschen, beim letzten Mal nicht, als wir mit Rachel am Fernglas standen. Ja, das Loch zum Diner. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wisst ihr was? Es ist mal wieder ausgeartet. Es ist schon wieder verdammt spät, aber ich kenne das ja. Ich will wissen, wie es weitergeht, aber auch irgendwann muss mal Schluss sein. Auch diese Folge wieder elendig lang und diese Aufnahmesession. Ach, herrje. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen, werde wieder über einiges nachdenken, denke ich. Vielleicht sage ich gar nicht so viel wie beim letzten Mal, aber diese Aufnahmesession wird hier erstmal enden. Und umgucken werden wir uns dann in der nächsten Folge und Tagebuch lesen und SMS und Gedanken machen und überhaupt. Aber das macht ja so viel Spaß. Mann ey, was für eine Aufnahmesession mal wieder. Es artet einfach aus. Aber das ist auch irgendwie gut so. Also. Beim nächsten Mal dann wieder in aller Frische. Und mit dem Start der vielleicht nächsten verdammt langen Aufnahmesession. Aber mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.